Auf den Anstieg der Schulabmeldungen während der Corona-Pandemie reagierte die Bildungsdirektion vergangenes Jahr mit Verschärfungen im häuslichen Unterricht. Betroffene Eltern aus Niederösterreich äußern jetzt Kritik. Es gab keine zeitliche Übergangsfrist, man sei Ende des Schuljahres vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Also letztes Jahr, wir hätten theoretisch im Sommer die Externistenprüfung machen müssen. Und es fing dann also wirklich schon an, dass wir bis in den Mai hinein nicht gewusst haben, wie das überhaupt aussieht. Also wir haben bis im Mai hinein immer unterschiedliche Informationen gekriegt. Nicht einmal direkt von der Bildungsdirektion, sondern über eben andere Mütter, über Kanäle, wo gesagt wurde, ja, jetzt ist die Rechtslage so, jetzt ist das so. Und wir sind bis in den Mai hinein, haben wir keine Klarheit gehabt, wie die ganze Sache aussieht. Daraufhin hat man versucht, Kontakt mit der Schule aufzunehmen. Das war nicht wirklich erwünscht. Man ist immer abgewimmelt worden. Fragen wurden nicht beantwortet. Und im Mai wusste man noch immer nicht, wie im Juni die Prüfung ablaufen soll. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Also meinem Sohn ist doch gesundheitlich nicht gut gegangen. Auf das wurde überhaupt nicht eingegangen, ob es da Versorgung sicherstellen könnten, sollte etwas sein. Und dann haben wir gesagt, nein. Das geht einfach nicht. Die Verschärfungen waren eindeutig nicht zum Wohl der Kinder. Also dass wir mit Mai dann erfahren, dass die Prüfung nicht mehr so sein darf, wie sie bisher war, dass wir nicht mehr wissen, welche Schwerpunktsetzungen es gibt, dass wir einen Termin zur Auswahl gehabt haben, also eigentlich zwei, aber der andere war schon vergeben, dass es eine konventionelle Prüfung gibt von Lehrern, die das Kind nicht kennt, dass es nicht Musik machen darf, dass es nichts mitbringen darf, kein Referat halten darf, das war alles nicht mehr erwünscht, keine Werkstücke mitbringen darf, das ganz streng geprüft wird. Und es gibt da scheinbar auch Order, dass man nicht kommunizieren darf mit den Eltern. Das habe ich jetzt haben wir diese Feststellungsprüfungen gemacht, heuer hat es diese Möglichkeit gegeben. Da habe ich dann auch die Direktorin gefragt, gibt es da eine Weisung von der Bildungsdirektion, dass man da nicht mit den Eltern reden darf und dass man also da waren heuer auch wieder sehr strenge Bedingungen. Also vor der Klasse, die sie nicht kennen, davor turnen müssen und irgendwie als Kasperl da herhalten. Und wir sind aber gezwungen worden, also auch von, wir haben da so gerichtliche Auseinandersetzungen schon gehabt über die Kinder- und Jugendhilfe. Und das letzte Jahr war nicht lustig. Barbara Panner, eine Mutter aus dem Burgenland, berichtet Ähnliches. Ihr sei immer klar gewesen, zur Externistenprüfung anzutreten. Letztendlich sei aber jegliches Vertrauen in die Behörden verloren gegangen, erzählt sie. Es war für mich im Vorhinein auch immer klar, zu dieser Externistenprüfung anzutreten. Aber es ist mir am Schluss nicht mehr möglich gewesen, weil jegliches Vertrauen in die Behörde verloren gegangen ist. Also das war überhaupt kein wertschätzender Umgang mit uns Eltern. Also ich habe mich da dann auch vernetzt, weil wir das Gefühl gehabt haben, wir müssen einfach stärker werden, indem dass wir zusammenhalten. Wir haben vor Schulen überhaupt keine Hilfen angeboten bekommen. Also auch Schulen wurde der Druck aufgelastet, keine Informationen an Eltern weiterzugeben. Und ich finde das sehr schade, denn es birgt großes Potenzial, mit Eltern zusammenzuarbeiten, denn wir haben uns intensiv und individuell mit unseren Kindern auseinandergesetzt und betreut und wollten da auch an die Lehrer herantreten, damit die einfach eine gewisse Grundbasis erhalten, wie wir vorgegangen sind das ganze Jahr über. Und es zeigt ja ein gewisses Interesse von unserer Seite und auch von der Lehrerseite, dass sie uns kennenlernen wollen und dass es um unsere Kinder geht, dass sie bemüht sind, eine ordentliche Prüfungssituation zu schaffen. Und ein Kind ist ja bereit, alles herzuzeigen. Die sind ja stolz auf das, was sie machen. Die Bildungsdirektion kann den häuslichen Unterricht untersagen. Immer dann, wenn mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass die Gleichwertigkeit des Unterrichts nicht gegeben ist. Wird die Externistenprüfung verweigert oder gar nicht bestanden, musste das Schuljahr, im vergangenen Jahr gab es keine Möglichkeit für eine Nachprüfung, automatisch an einer Schule mit Öffentlichkeitsrecht nachgeholt werden. Tut man das nicht, so hagelt es Verwaltungsstrafen. Weil sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken, wird ihnen auch Gefährdung des Kindeswohles angelastet. Einer Mutter, sie will anonym bleiben, wurde mit Entzug des Sorgerechts gedroht. Mutter Barbara Panner droht sogar eine 7-tägige Haftstrafe. Also die Gefängnisstrafe, die habe ich jetzt
dieses Jahr erhalten, also ich glaube so im April herum. Und die habe ich deshalb erhalten, weil ich nicht gewollt war und es ist mir bis jetzt noch nicht recht, also dass ich diese Strafe einzahlen soll. Also ich habe Strafen erhalten und ich sehe es nicht ein, diese Strafen zu bezahlen, denn ich habe mir alles Menschenmögliche getan, mit den Behörden in Kontakt zu treten, sehe ich da überhaupt keinen Fehler von meiner Seite, sondern eigentlich hat da die Bildungsdirektion nicht gehandelt und auch die Bildungsdirektion verfolgt das Ziel und den Bildungsauftrag und die sind dem auch nicht nachgekommen, denn die Kinder unterliegen meiner Obhut und man kann auf normalen Basis miteinander in ein Gespräch kommen, in einen Dialog und man kann ja das Bestmögliche für die Kinder ja, besprechen. Mhm. Aber das hat nicht stattgefunden. Die Eltern wünschen sich einen offenen Dialog mit der Bildungsdirektion. Barbara Panner etwa schlägt vor, Servicestellen für Eltern im häuslichen Unterricht einzurichten, an die man sich bei Fragen wenden kann. Wäre ein Kontakt möglich gewesen, wäre wohl vieles anders gekommen. Ob Barbara Panner die Haftstrafe tatsächlich antreten muss, weiß sie nicht. Genau, also ich bin nicht zur Prüfung angetreten, das wird mir angelastet. Mhm. Und unter anderem, dass die Kinder dann keine öffentliche Schule besucht haben. Aber wie gesagt, es hat ja Gründe gehabt, warum das so passiert ist, wie es passiert ist. Und deswegen sehe ich es nicht ein, das zu bezahlen. Also es wäre ein Schuldeingeständnis und das ist mir im Moment nicht möglich, weil ich wirklich alles Menschenmögliche versucht habe. Also ich habe die Bezirkshauptmannschaft aufgesucht. Ich war bei der Volksanwaltschaft, die verschiedene Rechtsanwälte kontaktiert. Überall wird man vertröstet und wird einem gesagt, sie können nichts machen, wir müssen uns an die Bildungsdirektion wenden. Aber an die Bildungsdirektion herantreten ist total schwer und nicht möglich für einen normalen Bürger, wie es scheint. Denn ich war bei Verhandlungen dabei, wo sogar Richter zugegeben haben und sagen, es ist sehr schwierig, auch für Sie als Richter mit Bildungsdirektion in Kontakt zu treten. Dann frage ich mich, wie soll dann ich als normaler Bürger das schaffen? Und wir haben auch den Bildungsdirektor angeschrieben, die Landesrätin und auch den Landeshauptmann und es ist von keiner Seite zufriedenstellende Rückmeldung bekommen. Wir haben einen Termin gefordert, wir hätten gerne ein persönliches Gespräch auf Augenhöhe gehabt. Es ist nichts gekommen. Mhm. Und ich frage mich, warum macht man das? Also ist das die Vorgehensweise, wie man mit Bürgern umgeht? Auch Rechtsanwalt Manfred Schiffner berichtet im Gespräch mit Krone TV, dass die Kommunikation nicht funktioniert habe. Er vertritt Eltern, die nun vor Gericht kämpfen. Strafe soll immer den Zweck haben, abzuschrecken und ein Verhalten zu erzwingen, wie es der Gesetzgeber vorgibt. In letzter Zeit hat es immer mehr zugenommen, dass also sehr scharf exekutiert wird in dem Bereich, wenn Kinder eben nicht zur Schule gehen. So, dann habe ich wahrgenommen, dass es unterschiedliche Vorgehensweisen gibt von den Verwaltungsstrafbehörden. Es gibt Strafbehörden, die gehen gegen einen Elternteil vor. Und es gibt Strafbehörden, die gehen beide Elternteile vor, weil sie sagen, na, beide Eltern sind verpflichtet, das Kind in die Schule zu schicken und nicht nur einer. Da laufen von uns teilweise Beschwerden, um das zu bekämpfen. Dann gibt es Vorgehensweisen von Strafbehörden, die, ich sage mal, in regelmäßigen Abständen, also oft quartalsmäßig, Strafbescheide rausschicken. Und dann gibt es Strafbehörden, die halt einen kleinen Zeitraum nur umfassen und dann da die Straferkenntnisse erlassen. Also es gibt da derzeit keine einheitliche Praxis, so nehme ich das wahr. Natürlich kriegen die Kinder das genauso mit. Also die kriegen, wissen, wenn der Postler leid, haben wir schon wieder eine Strafe? Müssen wir schon wieder wohin? Kriegen wir schon wieder Besuch vom Jugendamt? Müssen wir mit der Dame sprechen? Also der Druck ist natürlich auch bei den Kindern da. Ich meine, wir kommen ganz gut durch damit. Wir besprechen das innerhalb von der Familie, also auch mit dem Papa und die Geschwister eben. Es macht denen mittlerweile keine Angst mehr, weil also da wäre die Angst, dass sie in die Schule muss, viel größer. Also das war ja eine Katastrophe, wenn sie gezwungen würde, in die Schule zu gehen. Aber es ist natürlich mühsam. Es führt einfach Zeit, die man sinnvoller verbringen könnte, wenn man alle paar Wochen eine Rechtfertigung schreiben muss oder einen Einspruch schreiben muss oder eine Beschwerde schreiben muss oder zu einer Gerichtsverhandlung fahren muss. Also man könnte mit der Zeit viel sinnvollere Sachen machen mit den Kindern.
Die Zeit sinnvoll nutzen, das ist den Eltern ein Anliegen. Für sie findet Schule nicht nur in der Zeit zwischen 8 bis 16 Uhr statt. In allem, was man tue, sei Bildung ein Thema. Denn Kinder lernen immer. Dafür brauche es laut den Eltern keine künstlich geschaffenen Orte, sondern man könne auch einfach raus in die Natur. Lernen aus der Praxis lautet das Credo bei gemeinsamen Projekten. Von der Herstellung von eigener Kosmetik, Ausflügen in die Natur bis hin zum Erdäpfelanbau. Gemeinsame Lernprojekte sind den Eltern wichtig. Barbara Panner zeigt das gemeinsame Projektbuch aus dem vorletzten Schuljahr. Wir haben über 23 Projekte durchgeführt in diesem einem Jahr. Also ich glaube, in keiner Schule ist da die Möglichkeit da, so viel zu machen. Also ich habe die Kinderwohlfahrt bei mir zu Hause gehabt und es war schön von ihr zu hören, wo sie gesagt hat, in ihrer gesamten Schullaufbahn hat sie, glaube ich, nicht so viele Projekte gemacht. Und man hat ja wirklich gesehen, wie viel Freude die Kinder hatten und wir haben wirklich viel Spaß gehabt. Und es waren große Gruppen am Schluss, also wirklich schulklassenmäßig waren wir unterwegs und ja, es hat riesigen Spaß gemacht und es war schön, einfach das Glitzern in den Augen der Kinder zu sehen und auch zu sehen, was alles möglich ist, wenn man sie einfach auf den Weg macht und tut. Und ja, es gibt natürlich auch Menschen, die was von vornherein sagen, ja, das ist ein Blödsinn und nur weil sie es nicht kennen, wird es schlecht geredet, anstatt dass man sich einfach einmal die andere Seite anschaut. Und ich glaube, dass da auch seitens der Bildungsdirektion oder überhaupt im Bildungsbereich Angst aufkommt, weil diese Bewegung nicht mehr zu stoppen ist. Es ist Unzufriedenheit da im Bildungssystem. Wir prangern überall auf Fortschritt. Wir wollen uns weiter bewegen, weiterentwickeln. Und im Bildungssystem verharren wir still auf einem Punkt. Tolle andere Modelle, Bildungslandschaften gibt man gar nicht die Möglichkeit, dass sie etablieren können. Es wird alles zensiert und man schaut, dass das überhaupt keine Breite erlangt, dass man da ja was erfahren kann davon. Und da dürfte große Angst auch seitens der Bildungsdirektion herrschen, dass das vielleicht noch mehr ja, in Bewegung kommt, das Ganze. Im Moment versuchen sie uns ja mit Druck und Angst und ja, Einwirkungen, mit ganz massiven Einwirkungen, ja, klein zu halten und ja, viele Menschen geben dann auf, weil einfach die Belastung zu groß wird, was auch total verständlich ist. Aber ich für mich sehe es als eine Herzensangelegenheit für unsere Kinder da voranzugehen und es obliegt uns Eltern die Verantwortung zum Übernehmen, geben wir unsere Kinder diesem System hin. Denn man hinterfragt ja auch, wenn das Kind geboren wird, verschiedenste Dinge. Wenn man eine Tagesmutter aussucht, ja, passt die für mein Kind? Es wird abgewogen und bei der Schule wird irgendwie das aufgehört. Man gibt sie rein und ja, hinterfragt das ganze System nicht mehr. Und ich glaube, wenn das mehrere Menschen hinterfragen würde, würde gar keiner mehr dieses Schulsystem in Anspruch nehmen. Im Schuljahr 2022/23 haben knapp über 4000 Schulpflichtige im häuslichen Unterricht begonnen. Von diesen kehrte ein großer Teil während des Schuljahres freiwillig wieder in die Schule zurück, heißt es seitens des Bildungsministeriums. In einigen Fällen sei der Schulbesuch auch durch die jeweilige Bildungsdirektion angeordnet worden, heißt es. Etwa weil die Schulpflichtigen und ihre Erziehungsberechtigten nicht zum verpflichtenden Reflexionsgespräch am Ende des Wintersemesters erschienen seien. Zum Ende des Schuljahres 2022/23 befanden sich schließlich noch 2853 Kinder und Jugendliche im häuslichen Unterricht. ÖVP-Bildungsminister Martin Polaschek sieht das Bildungssystem weiterhin gut aufgestellt. Als Reaktion auf die vergleichsweise hohen Abmeldezahlen hat das Bildungsministerium schon für das vorige Schuljahr die Regeln verschärft. Abmeldungen für das nächste Schuljahr müssen seither schon bis Beginn der Sommerferien angezeigt werden, nicht erst zum Ferienende. Um Prüfungstourismus in bekannte leichte Schulen zu verhindern, nehmen eigene Kommissionen die Externistenprüfungen ab. Wir haben gesehen, dass in der Pandemie die Zahl der Abmeldungen von den Schulen deutlich zugenommen hat. Und wir haben aber auch gesehen, dass die Qualität des häuslichen Unterrichts in vielen Fällen nicht so gewährleistet war, wie es davor der Fall war. Und deshalb haben wir im Interesse der Kinder hier mehr Qualitätskontrollen eingezogen, um zu gewährleisten, dass die Kinder, die eben im häuslichen Unterricht sind, auch dort entsprechend unterrichtet werden.
Wie zufrieden war man denn mit den Externistenprüfungen, die heuer stattgefunden haben? Also es hat sich gezeigt, dass im Gegensatz zur Zeit vor der Pandemie, wo die allermeisten Kinder und Jugendlichen sehr gute Prüfungsergebnisse gehabt haben, die Prüfungsergebnisse deutlich schlechter geworden sind, beziehungsweise ein gar nicht so kleiner Teil der Kinder und Jugendlichen nicht einmal zu den Prüfungen erschienen ist. Und das ist natürlich schon ein großes Problem, weil diesen Kindern und Jugendlichen dadurch ein volles Schuljahr fehlt in ihrem gesamten Lebensweg. Und da haben wir als Staat die Verantwortung, für diese Kinder und Jugendlichen auch zu gewährleisten, dass sie einen Unterricht bekommen. Egal wo, aber sie müssen auf jeden Fall unterrichtet werden und die entsprechenden Leistungen dann erbringen können. Die mir bekannten Eltern berichten, dass diese Verschärfungen eben teils ohne Übergangsfrist passiert sind und dass es den Eltern und den Kindern dann offenbar nicht möglich gewesen war, überhaupt diese Prüfung abzulegen bzw. sie zu bestehen, der Stoff nicht eingeschränkt wurde und so weiter. War es da von vornherein nicht klar, dass das vielleicht ablehnen werden? Also, dass Prüfungen stattfinden, war allen bekannt. Prüfungen haben immer stattgefunden. Das, was wir gemacht haben, ist, dass wir, um das Verfahren zu objektivieren, eigene Kommissionen eingesetzt haben, um auch besser vergleichen zu können, wie die Prüfungsleistungen sind, um das Verfahren sicherer und objektiver zu machen. Und insofern erkenne ich hier eigentlich keine Einschränkung. Es hat sich gezeigt, dass diejenigen Kinder und Jugendlichen, die gut vorbereitet waren, diese Prüfungen alle sehr gut auch bestanden haben. Da auf der Vorschulstufe keine Externistenprüfung abgelegt werden muss, bestand am Ende des Schuljahres 2022/23 für 2280 Kinder im häuslichen Unterricht die Verpflichtung zur Ablegung einer Externistenprüfung, heißt es vom Bildungsministerium. Von diesen haben 1878 die Externistenprüfung bestanden, 162 haben die Prüfung nicht bestanden und 240 sind nicht angetreten. Also das österreichische Bildungssystem ist im Großen und Ganzen sehr gut aufgestellt. Ja, wir haben zum Teil einen Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern, aber wir tun alles dafür, diesen Bedarf auch gut abzudecken und wir bieten auch heuer wieder alle Unterrichtsstunden an, wie auch in den letzten Jahren. Die österreichischen Schulen sind sehr gut aufgestellt, die Lehrerinnen und Lehrer machen eine sehr, sehr gute Arbeit. Ich würde mein Kind jederzeit ohne Bedenken wieder in eine öffentliche Schule schicken. Eltern können ihre Kinder daheim unterrichten, weil in Österreich keine Schul-, sondern eine Unterrichtspflicht gilt. Die Pflichtschullehrergewerkschaft sieht im häuslichen Unterricht ein Problem und fordert daher eine generelle Schulpflicht, wie sie in Deutschland gesetzlich geregelt ist. Im häuslichen Unterricht gab es besonders in der Corona-Zeit immer größere Schwierigkeiten neben all den anderen Schwierigkeiten, die diese Krisenzeiten gebracht hat. Die Zahlen des häuslichen Unterrichts sind aber erfreulicherweise zurückgegangen. Trotzdem bleiben sie eine hohe Belastung für die Schulen, nämlich organisatorisch und administrativ. Aus meiner Sicht hat Schule nicht nur die Aufgabe der Wissensvermittlung. Schule ist vor allem auch ein komplexes soziales Gebilde. Manche Eltern wissen gar nicht, was sie ihren Kindern antun, wenn sie sie zum häuslichen Unterricht abmelden und sie dann nicht mehr mit ihren Freunden zusammen sind und gemeinsam in der Gruppe lernen und spielen können. Häuslicher Unterricht ist aus unserer Sicht schädlich für eine normale Entwicklung der Kinder. Aus diesem Grund ist die Gewerkschaft Pflichtschullehrer der Meinung, wir sollten auf die deutsche Rechtslage gehen. Dort ist eine Abmeldung zum häuslichen Unterricht gar nicht vorgesehen. In Deutschland haben mehrere Höchstgerichte diese Entscheidung zum Wohle der Kinder getroffen. Eine Schulpflicht, wie es in Deutschland der Fall ist, hält der Bildungsminister nicht für notwendig. Der häusliche Unterricht ist verfassungsrechtlich geregelt und garantiert. Und es gibt eben sehr, sehr guten häuslichen Unterricht durch extrem engagierte Eltern. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, hier etwas zu ändern, denn gerade diese Eltern, die wirklich mit voller Energie und Leidenschaft ihre Kinder unterrichten, die sollen das auch weiter tun können. Wir müssen dort tätig werden, wir müssen dort mehr kontrollieren und auf das Kindeswohl achten, wo die Gefahr besteht, dass die Kinder durch Eltern nicht entsprechend gut unterrichtet werden, weil wir in erster Linie auf das Kindeswohl schauen müssen. Aber deshalb
gänzlich das System abzuschaffen, weil es in einzelnen Fällen nicht zu den entsprechenden Leistungen kommt, das halte ich für verfehlt. Während viele Eltern den häuslichen Unterricht während der Corona-Pandemie für sich entdeckt haben, unterrichtet etwa Georg Wöginger bereits seit 10 Jahren seine Kinder zu Hause. Ob es die richtige Entscheidung für seine Kinder war, hat er selbst immer wieder in Frage gestellt. Ja, also das war immer wieder Thema, natürlich bei uns auch. Machen wir das Richtige und nehmen wir die Kindern Erfahrungen weg oder Möglichkeiten. Aber das, je länger wir dabei sind und je mehr wir sehen, einfach wie es den Kindern geht und auch natürlich bei den anderen im Projekt, was die da machen, die wirklich die verschiedensten Richtungen einschlagen. Der eine studiert jetzt technische Physik, der andere ist bei der Flugbauschule und das geht denen gut. Ja? Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir einen besseren Weg haben, gar nicht. Das ist vielleicht auch nicht für jeden Elternteil möglich und auch nicht für jedes Kind möglich, möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber für uns wissen wir, dass wir haben den richtigen Weg gewählt. Das war eigentlich für uns eine totale Fügung, dass wir zu dem Verein gekommen sind und dass wir da Unterstützung gefunden haben, weil wir waren schon länger mit dem Schulsystem nicht zufrieden, weil wir einfach gesehen haben, dass die Kinder nicht sinnerfassend lernen. Also sie haben einfach nur auswendig gelernt und das, was sie gelernt haben, zum 90% vergessen. Und das finde ich total schade, weil wenn man sich schon 9 Jahre oder nur länger Zeit nimmt für was, dass man was lernt, macht es meiner Meinung nach Sinn, wenn man es dann auch wirklich nachher noch weiß und behaltet. Es besteht immer die Möglichkeit, Abschlüsse nachzuholen. Dafür gibt es das Abschlussprüfungsgesetz. Also die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, wenn sie einmal ein Zeugnis haben wollen, wenn sie irgendwann einmal einen Abschluss haben wollen, auch diesen zu machen. Ich bin mit vielen Unternehmern in Kontakt, die mittlerweile sagen, sie brauchen gar kein Zeugnis, sondern ich lasse die Kinder kommen. Ich schaue mir die Kinder an, was sie können und was sie nicht können. Also deswegen, ich gehe davon aus, dass meine Kinder sowieso wahrscheinlich überhaupt kein Zeugnis mehr brauchen werden, geschweige denn sie wahrscheinlich auch in Berufe gehen werden, die es noch gar nicht gibt. Also worauf bereite ich sie dann vor? Logisch, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, Kreativität, logisches Denken. Also ich denke, dass das so Schlüsselkompetenzen sein werden in der Zukunft. Und eben diesen Weg gehe ich mit ihnen. Der Wunsch ist gerade in der Zeit, wo Lehrermangel ist und immer wieder Probleme auftreten, dass sie einfach dankbar annehmen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Und dass das nicht als Konkurrenz gesehen wird, sondern als Lösung für gemeinsames Weiterkommen für die Kinder.